Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, was hinter künstlicher Intelligenz eigentlich steckt? Was genau ist künstliche Intelligenz, kurz KI? Und warum sprechen immer mehr Leute darüber? Durch KI versucht ein Computer, Aufgaben zu lösen, die bisher nur durch die Intelligenz des Menschen gelöst werden konnten. Das Thema ist heute nahezu allgegenwärtig. Allein im nächsten Jahr erwarten wir, dass weltweit über 2 Millionen neue Jobs durch KI entstehen. Es gibt immer mehr Forschungsarbeiten zu dem Thema und immer mehr Studenten in den entsprechenden Studiengängen. China zum Beispiel hat in den letzten Jahren besonders viel in KI investiert. 5 der Top 10 Universitäten im Bereich künstliche Intelligenz sind dort zu finden. In Deutschland bildet die KI einen wichtigen Bestandteil der Strategie der Bundesregierung. Das Ziel: Artificial Intelligence made in Germany etablieren. Weltweit sind auch immer mehr Kameras mit künstlicher Intelligenz verknüpft. Und über 85% aller Interaktionen zwischen Kunden und Firmen laufen komplett ohne menschliche Unterstützung ab. Aber was genau ist diese künstliche Intelligenz? Wir haben 3 Personen zu künstlicher Intelligenz befragt. Lisa arbeitet als Architektin und ist Autoliebhaberin. Sie verbindet künstliche Intelligenz mit selbstfahrenden Autos. Der Lehrer Ulrich stellt sich bei künstlicher Intelligenz einen Hollywood-reifen Roboter vor. Und Ärztin Maike sieht bei KI vor allem neue Anwendungen in der Medizin, wie zum Beispiel robotergestützte OPs. Es gibt also viele verschiedene Ideen dazu, was sich hinter KI verbirgt. Sie ist aber weit mehr als computergestützte OPs, autonomes Fahren oder Robotik. Künstliche Intelligenz steckt auch hinter automatischen Produktempfehlungen, Fließbandrobotern und Navigationssystemen. Also, wie entsteht künstliche Intelligenz? Wir können intelligentes Verhalten ablesen. Und daher sprechen wir von künstlicher Intelligenz, wenn ein System sich verhält wie ein Mensch, wenn er intelligent handelt. Das heißt, es simuliert die Fähigkeit der Intelligenz. Dabei geht es vor allem um 3 Aspekte. Erstens, Aufgaben automatisch oder assistiert durchführen. Zweitens, neues Lernen. Und drittens, große Datenmengen schnell bearbeiten. Dadurch ergeben sich viele neue Anwendungsfelder, wie beispielsweise die automatische Bestellabwicklung, die unser Leben bequemer und einfacher machen. Aber wo hat die künstliche Intelligenz ihren Ursprung? Die KI-Idee gibt es schon seit langer Zeit. Die Amerikaner Marvin Minsky und John McCarthy begründeten auf der Dartmouth Conference in New Hampshire 1956 die wissenschaftliche Disziplin der künstlichen Intelligenz. Der Anspruch, den man formulierte, war, dass man künstliche Intelligenz in einem Maß durchführen kann, dass man sogenannte generelle Problemlöser hat. Das heißt Systeme, die man im Alltag für jedes Problem anwenden kann. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde KI sukzessive weiterentwickelt und vermehrt genutzt. Jedoch hat sich nach einigen Jahren eben herausgestellt, dass die Welt doch etwas komplexer ist, als diese Wissenschaftler ursprünglich angenommen haben. Und man über die Zeit dann eine gewisse Ernüchterung erfahren hat. Was dazu geführt hat, dass die Aufmerksamkeit ein Stück weit weggegangen ist von dieser Disziplin und langsam der KI-Winter eingesetzt hat. In den vergangenen 10 Jahren hat das Thema KI wieder Fahrt aufgenommen und ist heute in aller Munde. Dieser KI-Hype hat im Wesentlichen 3 Gründe. Die Technik wurde im letzten Jahrzehnt revolutioniert. Unsere Computer sind sehr viel kleiner, kompakter und vor allem auch um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger als die Generationen zuvor. Außerdem stehen heute viel mehr Daten zur Verfügung, die zum Beispiel durch die Nutzung von Smartphones oder Computern produziert werden. Das führt zu riesigen Datensätzen, auch Big Data genannt. Und nicht zuletzt gibt es insbesondere auf dem Gebiet des maschinellen Lernens neue Methoden und Modelle, wie zum Beispiel Open-Source-Lösungen. Das sind Programmcodes, die für jeden frei und kostenlos zugänglich sind und beliebig verändert werden können. Diese 3 Faktoren haben zu einer schnellen technischen Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz geführt. Bis zu einem Punkt, an dem sie uns heute in vielen Anwendungen weiterhelfen kann. An Spracherkennung und Sprachsteuerung wäre vor einigen Jahren noch nicht zu denken gewesen. Nur durch den technologischen Fortschritt bei Computern und der Datenverarbeitung konnte das maschinelle Lernen stark weiterentwickelt werden. Daher ist das Thema heute so populär wie noch nie. Aber wie entsteht nun künstliche Intelligenz? Wir wissen bereits, der Mensch nutzt KI, um Tätigkeiten zu automatisieren und zu optimieren.
Man muss die KI heute als Werkzeugkasten verstehen, der natürlich auch algorithmisch funktioniert. Wenn Sie heute über das Navigationssystem Ihre Routen suchen, werden dort ganz spezielle Algorithmen eingesetzt, die die kürzeste, schnellste, schönste Route finden bei verschiedenen Verkehrssituationen und Wetterverhältnissen. Maschinelles Lernen ist die bestimmende Technologie hinter künstlicher Intelligenz. Es basiert auf mathematischen Grundstrukturen, die ähnlich arbeiten wie das menschliche Gehirn. Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der KI und setzt sich speziell damit auseinander, Maschinen in die Lage zu versetzen, auf Daten eigenständig zu lernen. Das heißt, Lernen in Bezug auf die Wahrnehmung, visuell, akustische Wahrnehmung beispielsweise, oder aber auch auf das Durchführen von Aktionen, dass die Systeme über den Trial and Error sukzessive in der Lage sind, eben neue Dinge durchzuführen. Damit können Maschinen selbst Lösungen für ein Problem finden. Beispiele von maschinellem Lernen finden wir im Alltag. Ob Spamfilter, Produktempfehlungen beim Online-Shopping, intelligente Spracherkennung im Navigationssystem oder Film- und Musikvorschläge. Es macht uns das Leben oft leichter. Maschinelles Lernen beschäftigt sich besonders mit der Verarbeitung großer Datenmengen, die etwa durch die Nutzung von Smartphones und Computern entstehen. Ein KI-System lernt auf Grundlage von Beispielen. Was ist auf einem Foto abgebildet? Was ist eine gute englische Übersetzung für einen deutschen Text? Daher der Begriff maschinelles Lernen. Je mehr Beispieldaten ein KI-System zur Verfügung hat, umso besser versteht es die Merkmale für die ideale Lösung eines Problems. Die Vorhersagen werden immer genauer. Durch Daten kann maschinelles Lernen also üben, lernen und sich verbessern. Maschinelles Lernen entsteht also im Kern durch den Menschen, der Software und prinzipielle Verarbeitungsmechanismen vorgibt. Oft übernimmt maschinelles Lernen dabei mühsame Routineaufgaben, die der Mensch theoretisch noch selbst erfüllen könnte. Also zum Beispiel Fließbandarbeit oder die Navigation beim Autofahren. Es gibt aber auch Aufgaben, die könnte der Mensch aufgrund der Fülle an Informationen unmöglich selbst übernehmen. Also zum Beispiel der Online-Versandhandel. Mit nur einem Kunden, der ein bestimmtes Produkt bestellt und dann auch noch bewertet, wäre der Aufwand für den Mitarbeiter eines Versandhandels sicher noch zu stemmen. Allerdings gibt es mitunter Tausende oder sogar Millionen Nutzer, die viele verschiedene Produkte bestellen. Ganz abgesehen von den dazugehörigen Bewertungen und individuell abgestimmten Produktempfehlungen. Dieses Datenmeer kann kein Mitarbeiter mehr verwalten. Zum Glück gibt es dafür heute eine künstliche Intelligenz. Nun haben Lisa, Ulrich und Maike einiges Neues gelernt zum Thema künstliche Intelligenz, was wir darunter verstehen und wie sie eigentlich funktioniert. Wie steht es um dich?